So, als nächstes kommt einer, der auch schon seit dem Anfang dabei ist. Und ich weiss, er hat schon Menge Nacht durchgeschafft für die Bewegung. Er ist Rechtsanwalt und Vertreter vom Juristenkomitee, der Philipp Kruse. Salut miteinander! Salut miteinander! Was für eine Freude, was für eine Ehre, da zu sein. Ich sehe so viele strahlende Gesichter, so viele freudige Herzen, so viele Leute, die ihre Welt nicht auf Angst aufbauen wollen, sondern auf vernünftigem Menschenverstand, auf der Liebe und auf der Bundesverfassung. Und unter dem Motto bin ich mit euch Schulter an Schulter unterwegs seit dem Sommer 2020. Hauen raus, was man kann, raushauen mit Rechtsschriften. Bin aktiv für einen evidenz- und verfassungsbasierten Umgang mit dieser Krise und gegen staatliche Willkür und gegen unnötiges Leiden. Letzten September ist eine neue Dimension von dieser Willkür ausgebrochen, wo der Bundesrat das 3G-Zertifikat ausgerufen hat. Und postwendend ist sofort eine hervorragende Rechtsanalyse von der Vereinigung Wir für euch im Internet verfügbar gewesen, wo vollständig aufgeräumt hat. Wo ganz souverän aufgeräumt hat mit dieser Massnahme von 3G. Aber der Bundesrat hat uns einiges mehr zugemutet und hat kurz vor der Weihnachten ein weiteres Überraschungsei geöffnet und 2G eingeführt. Und da sind wir, viele Juristen, so schockiert gewesen. Kopf, es geht immer schneller. Mit Rechtsschriften kommen wir nicht mehr hinterher. Mit Gutachten kommen wir nicht mehr hinterher. Was können wir noch machen? Und darum haben wir ein Juristenkomitee ins Leben gerufen, wo einen lautstarken, schriftlichen, sehr, sehr sachlichen Protest gegen die 2G-Massnahmen publiziert hat. Und das ist... Und im Kernkomitee dabei ist Michel Caillé, der gerade auf der Bühne gestanden ist, als eine von den zwei Vertretern aus der Romandie. Très bien fait, Michel. Voilà. On a deux représentants de la Suisse Romandie, zwei Vertreter, dann eine Vertreterin aus dem Tessin und mit dem Markus Zollinger noch ein weiterer Anwalt aus der Deutschschweiz. Und... Unser Ziel ist, die Wahrung der rechtsstaatlichen Grundordnung anzumahnen, bis sie vollständig realisiert ist und die Öffentlichkeit über die verfassungsmäßige Rechtslage umfassend zu orientieren. Und es hat einen Haufen von Juristen, die sich uns angeschlossen haben. Rund 300 haben über 300 das erste Deklaration 2G unterzeichnet. Über 200 mittlerweile. Jetzt auch die Petition, wo wir gegen die Fortführung von der besonderen Lage eingereicht haben. So. In der Zwischenzeit hat man einiges von uns können lesen. Wir haben kritische Fragen beantwortet zu unserer 2G-Deklaration. Kritische Fragen von einem sehr kritischen Online-Magazin. Wir haben uns nicht lumpen lassen und wir haben die kritischen Fragen gründlich beantwortet. Und eben, wie ich gesagt habe, in der Zwischenzeit eine Petition als Parlament zur Wiederherstellung von der verfassungsmäßigen Grundordnung am 10. Februar. So, und da sind wir schon voll in der Sache. Nämlich können wir nicht alle wunderbar zufrieden sein. Hat nicht der Bundesrat praktisch alle Massnahmen aufgehoben. Was fehlt denn noch, dass wir... Nein, das alles ist nicht genug. Die verfassungsmäßige Grundordnung ist leider noch lange nicht wiederhergestellt. Das Parlament und die Gerichte stehen immer noch im Schatten vom Bundesrat. Ärzte
wo Kinder in Atemnot Befreiungsattest ausgestellt haben, werden wie Terroristen behandelt. Seit 2 Jahren tun die Gerichte keine unabhängige Überprüfung vornehmen vom rechtserheblichen Sachverhalt. Und die Kollateralschäden sind zu hoch, als dass wir jetzt einfach wieder zur Tagesordnung übergehen können. Und nicht zu vergessen, wir sind am Rand gestanden von einer totalen, möglicherweise totalitären Impfpflicht, die nur ganz knapp abgewehrt worden ist, aber die bereits offen debattiert worden ist, mit Drohungen gegenüber all denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ganz abgesehen von den Leiden, von den finanziellen Leiden, von Tausenden von Unternehmern, die ihr Geschäft verloren haben oder an der Kippe stehen, es zu verlieren, und von den Kindern, von denen noch nie so viel auf den psychiatrischen Kliniken gelandet sind. So. Und deshalb können wir jetzt nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Und wir haben Stand heute auf der Homepage auch publiziert, unsere Stellungnahme zu der bundesrätlichen Massnahmenerleichterung aufgeschaltet. Und unsere Stellungnahme umfasst 4 Bereiche. Zuallererst ist das besondere Rechtsinstitut der besonderen Lage unverzüglich aufzuheben, weil es überhaupt keine faktische und rechtliche Grundlage schon lange nicht mehr gibt für die besondere Rechtslage. Und zweitens, und das ergibt sich ja ganz zwangslogisch aus der Aufhebung, es sind sämtliche Sonderkompetenzen, sämtliche besondere Massnahmen ebenfalls sofort aufzuheben, die an der besonderen Lage vom Epidemiegesetz oder am Covid-19-Gesetz anknüpfen. Vollständig aufzuheben. Ja. Als Weiteres ist es eine Selbstverständlichkeit für jeden Unternehmer, dass er nach einem grösseren Projekt eine After-Action-Review durchzieht unter dem Stichwort Qualitätskontrolle, damit er sich das nächste Mal verbessern kann und die gleichen Fehler nicht zweimal macht. Selbstverständlich muss das Parlament in der jetzt kommenden Session eine Kommission einrufen, wo sich mit einer vollständigen, gründlichen Aufarbeitung befasst. Das ist eine Selbstverständlichkeit und ist nicht eine Frage der Parteikouleur. Zudem, mit Blick auf die Zukunft, wenn es ja schon so grosse, namhafte Leute im Bereich vom WEF und im Bereich von der WHO gibt, wo wie Unkenrufe prognostizieren, dass es im nächsten Herbst noch sehr viel schlimmer könnte kommen, dann müssen wir doch selbstverständlich auch Vorsorge treffen und sicherstellen, dass so besondere Massnahmen, besondere Eingriffe, besondere Rechtszustände vom Parlament regelmäßig auf ihre Berechtigung überprüft werden. Damit eben gerade nicht die Verfassung und die Rechte vom Volk und die Interessen vom Volk so dauerhaft über 2 Jahre mit Füßen getreten werden. Das alles ergibt sich zwingend aus der Bundesverfassung. Die Autoren dahinter sind nicht wichtig. Jeder, der eine Matur gemacht hat, jeder, der angefangen hat mit dem Jusstudium oder einfach jeder, der sich mit der Materie genau befasst, kann gar nicht zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Und demzufolge ist das, was wir jetzt publiziert haben, ein selbstverständliches Programm für die Parlamentarier, wo es abzuarbeiten gilt. Es gebietet die Verfassung. Selbstverständlich werden wir zur Verfügung stehen bei diesem Prozess. Letzte Woche hat beispielsweise ein Professor von der Uni Bern, ein Staatsrechtsprofessor, von apokalyptischen Zeiten geschrieben. Der arme Mensch schläft wahrscheinlich nicht gut.
wenn er schreibt, wir stolpern von einer Apokalypse in die nächste Apokalypse und deshalb muss ja die Exekutive so viel Macht haben. Wir stehen solchen Apokalypsen-geplagten Professoren sehr gerne zur Verfügung und tun unseren Sachverhalt, unsere Daten und unsere Verbindungen zu Wissenschaftlern sehr gerne vollumfänglich zur Verfügung stellen. Und da bin ich schon am Ende. Es ist selbstverständlich, dass wir nicht werden aufhören mit unseren Bemühungen, bis die Grundanliegen, die sich selbstverständlich ergänzt aus der Bundesverfassung und die ich da nur noch zusammenfassen konnte, nur noch ganz grob ansprechen, bitte geht auf unsere Homepage, Juristenkomitee. Wir werden nicht ruhen, als bis die Grundanliegen vollständig realisiert sind. Weil das sind wir uns selber schuldig. Wir sind es aber auch unseren Vorfahren schuldig, die uns so ein grossartiges Vermächtnis, das grossartige Land und die grossartige Bundesverfassung hinterlassen haben. Und es ist unsere Verantwortung, dazu Sorge zu tragen. Und ganz besonders sind wir es unseren Kindern schuldig und der nächsten Generation, weil sie werden diejenigen sein, die das ganze Desaster werden müssen erben und schultern und aufräumen. Ihre Gesundheit und ihr Wohl ist das höchste Gut von einem Land und man kann sogar sagen, das Wohl der Kinder ist eine eigenständige öffentliche Aufgabe, ein öffentliches Interesse des Staates sui generis. Ihnen sind wir es ganz besonders schuldig, dass wir uns vernunftbasiert, basiert auf Liebe, gegenseitigem Verständnis um die Aufgabe kümmert, bis wir wieder ohne Angst in die Zukunft schauen können. Ich wünsche euch alles Gute. Wir bleiben am Ball. Ich muss dann noch kurz das Fundbüro machen. Es ist ein Maskentest abgegeben worden.